Wie ihr seht, sind wir heute in einer Höhle, wo wir schon mal waren, denn wir sind in der Höhle von Fausttauhafen. Und da habe ich tatsächlich vergessen, was nachzuholen. Tja, und deswegen machen wir das heute noch. Keine Sorge, wir werden uns nicht nochmal sämtliche Wege dann danach nach Graffitport City anschauen und so weiter und so fort. Ich werde das in aller Gediegenheit rausschneiden. Also keine Sorge, heute gibt es nur viele, viele neue Sachen zu sehen. Unten zu Biris. Was wir aber auch noch nicht gefangen haben. So wie ich mich gerade wieder daran erinnere. Ich bin mir gerade unsicher, ob das zu Biris eine Attacke von unserem Anoriff überhaupt übersteht. Oh ja, wir können noch ein zweites Mal die Aquaknarre nutzen. Ich hoffe, es kommt nicht ganz so oft hier die Nachtnebelattacke. Weil, ihr erinnert euch sicherlich noch, wie widerspenstig dieses hässliche Zubiris war, als ich das letzte Mal fangen wollte. Und wir haben, glaube ich, wieder bloß Superbälle am Start, noch keine Überbälle. Lassen wir uns überraschen. Versuch Nummer 1 geht kläglich daneben. Zum Glück mal ein Kratzer, der macht nicht ganz so viel Schaden. Damit kann ich leben. Also im Normalfall lasse ich die wilden Pokémon hier komplett weg, aber ja, da ich das Zubiris ja noch nicht habe, können wir ja zumindest mal versuchen, es zu fangen. Ja, natürlich. Ja, das sind für mich die schrecklichsten Momente in einem Pokémon-Spiel. Das Ding ist schon dreimal hin und her geeiert und du denkst dir, jawohl, jetzt hat's geklappt. Und dann... Yes. Im dritten Versuch dann heute... Anruf hat diverse KP mal wieder gelassen. Ah, super. Aber egal, wir haben jetzt das Zubiris gefangen. Und gehen jetzt auch direkt an die Stelle. Ja, gekonnt. Wo wir bis jetzt noch nicht waren. Ach nein, bitte nicht. Ach nein, bitte nicht. Das ist auch so eine Passage, wo ich durch muss. Och nö. Womit habe ich das denn verdient? Ja, zu wenig Schwung. Ich wollte eigentlich erst eins dahinter. Na gut. Holen wir uns hier schon mal das Item. Oh, Schutz. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal Schutz haben, dann setze ich das gleich mal ein. Dann schaffe ich das hier vielleicht etwas fixer. Muss nicht ganz so vielen Kämpfen entfliehen. Weil die Pokémon sind jetzt eh nicht so stark, dass es sich lohnt, hier wirklich... Na, sag schon. Hier wirklich gegen die zu kämpfen. Yeah. Nein! So, haben wir hier noch ein Item? Okay, da drüben gibt es aber noch ein Item. Aber wir müssen zumindest nicht nochmal den ganzen Weg machen. Yes! Yes! Im nächsten Versuch gleich geklingelt. Obwohl ich gar nicht so richtig wusste, wo ich noch hin muss. Und es gibt ein Sonderbonbon. Und einen Ewigstein. Jetzt bin ich mir aber gerade... so ziemlich unsicher, ob es das halt jetzt wirklich schon war. Mann. Oder ob es noch mehr zu holen gibt jetzt hier. Schauen uns mal noch ein bisschen... Ah, schade, Schutz. Ja, natürlich. Schutz wirkt nicht mehr. Ich drehe mich rum und werde direkt angegriffen. Eieiei, ist das lächerlich. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir aktuell auch ein Fluchtseil mit am Start haben. Dass ich zur Not dann nicht den ganzen Weg wieder rausflüchten muss hier. So, Stolunio habe ich auch noch nicht gefangen. Warum das eigentlich? Boah, das ist jetzt fast ein bisschen nervig. Vielleicht die Metallklaue, die nicht direkt das Stolunio plättet? Jawohl! Nice! Das heißt, wir können jetzt auch nochmal einen Ball werfen. Dann hat sich das so richtig gelohnt, nochmal hier in diese Höhle zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wie die hier heißt im Übrigen. Komm, Stolunio dürfte eigentlich nicht ganz so widerspenstig sein wie Zubiris. Ja, genau so ist es. Also einmal ins Rote geschwächt, Superball und läuft. Kann ich mich jetzt nicht großartig beschweren. Ich will keinen Spitznamen, danke. So, mal gucken, ob es noch mehr Passagen hier gab. Aber ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher.
Kann sein, dass das auch schon alles war. Wir schauen uns aber noch mal ein bisschen um. Wäre natürlich super, wenn ich jetzt noch einen Schutz gefunden hätte. Oder mir zumindest vor eins gekauft hätte, aber... Naja. Lässt sich nicht ändern. Jetzt brauche ich nicht nochmal rausgehen und mir Schutz holen. Weil jetzt macht es absolut null Sinn mehr. Alter, das ist aber auch nicht normal, wie häufig die Pokémon heute spawnen. Das ist ja schlimmer als auf dem Mondberg in Pokémon Rot, Blau, Gelb. Ey, das geht ja mal gar nicht. So, haben wir ja noch eine Passage. Schaut fast nicht danach aus, als würde hier nochmal so eine Passage kommen. Oh, bitte lass mich ein Fluchtseil haben, dass ich hier dann ganz fix rauseiern kann. Beziehungsweise für euch ist es ja egal, weil ich dann direkt den Cut setze und wir uns dann auf der Route zwischen Graffitport City und Malfenfroh City wiedersehen werden. Denn da können wir ja uns die Abkürzung nach, ja, in Richtung Blütenburg bzw. Rosa Altstadt anschauen. Jo, kommt nichts mehr. Alter, aber das ist... Ganz ehrlich, ist das normal hier gerade, was hier passiert mit dem Pokémon? Nein, oder? Das ist nicht normal. Also wie gesagt, wir schauen uns dann mal noch die Abkürzung bzw. den Seeweg an. Ja, das war alles. Zwischen Malvenfroh und Graffitport City, der da in Richtung Rose Altstadt führt. Und ich würde sagen, dass wir uns an der Stelle wiedersehen. Und da sind wir auch schon an folgender Route bzw. an folgender Wasserstelle. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, ja, warum machst du das denn alles jetzt und nicht dann, wenn du Fliegen hast? Das liegt daran, dass wir hier Trainer haben und wenn ich dann Fliegen habe, sind meine Pokémon natürlich deutlich stärker und dann sind die Kämpfe eher nervig, als dass sie mir was bringen. Und genau das ist im Übrigen aber auch gleichzeitig der Grund, warum ich jetzt nicht nochmal nach Laufwechselfeld gehe, um den Meteoriten zurückzugeben. Oder gibt ja mir den EP-Teiler dafür? Bin mir gerade unsicher. Egal, ich gehe trotzdem nicht nach Laubwechselfeld und gebe den Meteoriten zurück, denn dort geben wir halt eben wirklich nur den Meteoriten zurück. Und... Ja, sag schon. Und haben halt dort keine Trainer, die wir besiegen müssen. Deswegen kann ich mich dort auch noch gewissermaßen gedulden, bis wir das dann abschließen. Und wir machen jetzt quasi alles, wo halt Pokémon-Kämpfe und ähnliches noch mit zu tun hat damit. Und wir haben hier eben, ihr habt es ja schon gesehen, zwei Trainer, die ich gerne jetzt noch besiegen möchte. Im Übrigen, die Trainer, die ich offscreen machen wollte, die quasi noch ein zweites Mal kämpfen wollten, da habe ich mit angefangen und habe dann gesehen, ja, kaum hast du zwei besiegt, hast du schon wieder einen neuen, der nochmal kämpfen will. Ich habe mir gedacht, okay, das verschiebst du aber dann wirklich da in die Richtung, wenn du dann fliegen kannst, beziehungsweise wenn dann ein Pokémon von dir fliegen beherrscht, weil vorher macht das dann einfach keinen Sinn. Weil du bist dann nur noch unterwegs und kommst einfach zu nichts. Ja, ich weiß, ich widerspreche mir jetzt so ein bisschen, dass ich eigentlich jetzt alles abhaken will, was ich abhaken kann, was mit Pokémon-Kämpfen zu tun hat, wegen Nervigkeit und Sinnhaftigkeit. Aber das ist dann einfach wirklich nur noch ein Hin und Her geeier und dann bist du fertig und siehst, ach, wollen wieder zwei Kämpfe und der eine ist an dem Ende der Welt, der andere ist an dem Ende der Welt und dann eierst du wieder hin und her und dann will noch einer kämpfen und da kommst du, wie gesagt, zu nichts und deswegen bin ich der Meinung, sollte man dort an der Stelle warten, bis man dann tatsächlich auch Fliegen hat. So, ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass mir jemand Zauberwasser gibt, aber das ist wohl nicht der Fall. Dann würde ich sagen, hätten wir die Abkürzung abgeschlossen und wir sehen uns gleich in Malvenfroh City wieder. Denn dort hat der gute Walter noch eine Aufgabe für uns. So, zack, sind wir schon in Malvenfroh City und ihr seht schon, Walter steht hier draußen so ein bisschen hilflos rum und schaut sich um. Sprechen wir ihn einfach mal an. Oh, Lauri, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Lauri. Malvenfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der Neu-Malvenfroh heißt.
Lauri, ich schicke dich jetzt da hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für neue Malvenfroh. Und wir halten den Kelleröffner. Mach dir keine Sorgen. Man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zu Neuem Malvenfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles. Du kannst mir vertrauen. Alles klar, Walter. Ja, warum mache ich das? Das hat eigentlich weniger mit Trainerkämpfen zu tun. Aber wir haben ja halt auch wilde Pokémon und wir bekommen eine richtig nice Belohnung. Bei den Meteoriten weiß ich nämlich gar nicht, ob ich überhaupt was bekomme. So. War hier nicht... Ach nein, ich glaube auf dem Schild stand bloß irgendwas mit Team Magma war hier. Ach komm. Des Spaßes wegen surfen wir nochmal fix zurück, schauen auf das Schild, was da drauf stand. Team Aqua war hier. Das hat jemand auf das Schild gekritzelt. Ein anderer hat es überschrieben. Team Magma ist das beste Team, steht da nun. Alles klar. Ja. Also, ab in diese Höhle. Neu Malvenfroh. Die Tür ist geschlossen. Den Kelleröffner benutzen. Jawohl. Ja, und wir hören hier schon so eine richtige Höhlenstimmung. Ich weiß gar nicht, was es hier für wilde Pokémon gibt. Kann sein, dass wir jetzt schon unser fünftes Team-Pokémon bekommen. Ich bin mir gerade unsicher. Okay, wir drücken einfach mal auf den blauen Schalter. Ja, wir haben es hier wieder mit Schaltern zu tun, die halt verschiedenste Türen öffnen und wieder schließen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt mit dem grünen Schalter richtig war oder nicht. Auf jeden Fall kommt hier erstmal ein wildes Voltoball. Das haben wir noch nicht gefangen. Sollten wir also versuchen, in unser Team zu bekommen. Ja, Voltoball natürlich schneller als wir. Aber zum Glück hat Anoriff ja die Gesteins, den Gesteinstyp. Und entsprechend kann mich Voltoball mal mit seiner Tackle-Attacke. Machen wir nochmal. Komm, einmal geht noch. Einmal geht noch, ohne dass wir es besiegen. Oder Anoriff? Sehr schön. Ich hätte mir vielleicht auch neue Superbälle kaufen sollen, weil ich habe nur noch 6. Aber okay. Wird schon funktionieren, wird schon kein Pokémon kommen, was hier unbedingt ausbrechen will. Klick, klick. Und wir haben ein weiteres Pokémon gefangen mit Voltoball. Tja. Neue Malvenfroh kann ja so ein bisschen verglichen werden mit dem Kraftwerk von der ersten Generation, beziehungsweise der zweiten Generation waren wir ja auch im Kraftwerk, aber da war ja das Kraftwerk komplett was anderes. Also ich meine jetzt das Kraftwerk von der ersten Generation, dort wo man dann quasi auch Zapdos fangen konnte. Damit kann es so ein bisschen verglichen werden. Ja. Bloß, dass hier halt kein legendäres Pokémon zu finden ist. Sondern wir schalten hier einfach einen Generator ab. Wir finden, glaube ich... Oh, kann sogar sein, dass wir hier auch die TM Donner finden. Bin ich mir aber gerade auch etwas unsicher, ob es die tatsächlich hier gab. Alter Schwede, ey. Also Poupons, Defense, Sondersgleichen. Selten was Besseres gesehen. Nein. Ja, aber es gibt halt hier trotzdem, wie gesagt, einige Items. Okay, den blauen Schalter brauche ich hier nicht drücken. Das wäre sinnlos. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das ein Voltoball ist. War ich mir gerade wirklich nicht sicher. Es scheint, dass es hier oben weitergeht. Ich glaube, das hier ist bloß so ein Rundgang, den ich mir allerdings auch gern anschauen würde. Erstmal kommt hier noch ein wildes Magnetilo. Ich hoffe, dass das hier nicht unbedingt jetzt viel mit dem Ultraschall agiert. Da habe ich wenig Bock drauf. Der Gear ist... Alter. Ja, kaum sage ich's, packt das in Ultraschall aus. War ja klar. Gut, dann müssen wir das mit Lombrero machen. Das würde ich halt gern fangen. Anoriff ist absolut ungeeignet hier. Oh, toll. Hätte ich das gewusst. So, was macht Sinn? Absorber ist nicht sehr effektiv. Der wird wahrscheinlich genauso viel Schaden machen wie die Aquaknarr, oder? Oder Lombrero? Oh nein. Ah, war ein Volltreffer. Alles klar. Na ja, gut, jetzt brauche ich nicht mehr auf irgendwas anderes ausweichen. Der Zug ist abgefahren.
Eisstrahl würde splatten, auch wenn Eisattacken auch nicht sehr effektiv sind. Komm, ich denke, es ist an der Zeit, paralysiert zu werden. Boah, das ist halt das... Das geht halt auch absolut gar nicht hier an dieser Höhle. Mit den Elektro-Pokémon, die dich halt dann paralysieren. Oh, und wenn du da nichts dabei hast, gehst du ja am Ende komplett mit einem paralysierten Team hier raus. Es ist einfach nur nervig. Und auch, dass die Pokémon hier wieder so oft spawnen. Also ich finde, das hätte man tatsächlich etwas besser lösen können. Aber hey. So, ich hoffe, ich habe irgendwas in Richtung Paraeiler dabei. Jawohl, da, ich habe doch gerade schon... Achso, hier. Ja, genau. Hier geht nämlich der Rundgang weiter. Der uns dann wieder nach unten führen würde. Ich weiß, ich könnte den auch am Ende gehen. Aber wenn ich den jetzt schon gehe, dann kann ich am Ende wieder gediegen das Fluchtseil nutzen. Und es geht wahrscheinlich insgesamt etwas fixer. Was setzt du denn ein gegen Magnetilo? Selbst die Metallklaue ist ja, glaube ich, nicht sehr effektiv, oder? Ja, kannst du vergessen. Ja, toll, Angriffswert steigt. Das bringt mir aber nichts. Ja, okay, Superschall. Dann wechsle ich jetzt sowieso das Pokémon auf mein gutes Poupons. Dass ich ja dann wirklich mal demnächst gerne weiterentwickeln darf, weil, ja, es ist einfach kacke, mit dem zu kämpfen. Und tschüss. Ja, sehe ich schon, wir schaffen neue Malfenfreude wahrscheinlich nicht. Und alles nur, weil die Pokémon am laufenden Bande spawnen hier. So einen Hyperball. Den kannst du natürlich immer gebrauchen. Voltoball. Ja, ich glaube, die Metallattacken waren ja auch schon nicht sehr effektiv gegenüber Stahl-Pokémon. Probieren wir es mit einem Felsgrat vielleicht. Oh nein. Ja, Spezialverteidigung ist nicht die Krönung. Ah, Initiative sinkt zwar und Angriff ist schnell. Aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren will. Wir packen mal fixen Supertrank aus. Habe ich da welche, oder? Ja, habe ich. Gucken, was Voltoball jetzt einsetzt. Tackle. Toll. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das mal gewusst. Und wir wären sogar schneller gewesen. Okay. Weiß ich also Bescheid, dass da einmal Felsgrab ausreicht. Auch noch, wie gesagt, ein super fixes Pokémon. Ah ja, okay, hier geht's bloß zurück zum Eingang. Dann können wir also wieder den Weg nach oben antreten. Ich weiß gar nicht, wie groß das hier alles war. Kann auch sein, dass ich mir das gerade größer vorstelle, als es tatsächlich am Ende war. Ach bitte, ihr mit eurem Scheiß immer. Also Ultraschall ist wirklich schon eine super Kackattacke, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Zumindest wenn du sie abbekommst in einem niedrigen Levelbereich. Später dann ist es natürlich eine sinnlose Attacke. Später ist dann auch Drachenwut sinnlos. Aber so in dem... Alter. Dem Levelbereich, wo ich halt unterwegs bin, ist das schon extrem nervig. So, ich habe jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit immer zu wechseln und nicht vorwärts zu kommen. Das ist einfach nur Kacke. Ja. Also Magnetilo bekämpft... Das ist doch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Ich wollte gar nicht Metallklaue einsetzen. Na egal. Naja, egal. Na klar, da sehen wir noch einen Ultraschall. Kann ich gleich noch einen Trank verwenden. Aber es macht mich wahnsinnig. Also ich bin eigentlich der Meinung, mal gelesen zu haben, dass sie die Spawn-Wahrscheinlichkeit von dem wilden Pokémon nach der ersten Generation nach unten gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob die dann wieder hochgesetzt haben für die dritte Generation, aber was hier los ist, ja, das geht absolut gar nicht. Ey, ich mach 4 Schritte.
4. Alter, wirst du bekloppt. Da wirst du bekloppt. Nee. Nee. Gut. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe keine Lust mehr jetzt. Also, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir hier diverse Magnetilus und Voltoballs bekämpft haben. Aber ja, das geht ja gerade wirklich gar nicht. Also, das nächste Mal beenden wir dann neu Malfenfroh und machen uns dann auf den Weg nach Osten in neue Gebiete. Also, bis dahin, macht's gut.